Hallo und herzlich willkommen zurück in Valheim. Seid gegrüßt, wir sind in der Ebene. Ich möchte hier ein bisschen weiterbauen. Lasst uns mal gucken, was so los ist. Ich habe da oben jetzt die Palisadenteile mal weggemacht. Da möchte ich gerne Stein hinhaben als Grundfläche. Weiß noch nicht, wie ich den Rand mache. Das werden wir heute rausfinden, hoffe ich, weil das ist mir ein bisschen Dorn im Auge. Und dann die Grundstückssicherung müssen wir machen. Und alles töten, was kommt und kreucht und fleucht, selbstverständlich. Das gehört auch dazu. Ey, Sonne, komm, mach hin. Dann sehe ich gerade, was hier angekommen ist, die Lochse. Da muss ich irgendeine Vorrichtung machen, irgendwas, damit die mir nicht immer meine Mauer und meine Palisade zerstören. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann sie sofort töten. Das hält mich tierisch auf. Oder ich baue einen Wassergraben. Das verändert komplett das Bild. Den würde ich gern machen, aber nur am Ort zum See, zum Wasser hier. Rechts und links an. Da vorne habe ich schon mal ein Stück angefangen, kann ich euch zeigen. So weit rein, dass sie halt nicht drüber gehen. Ihr seht hier dann der Pfütze. Lasst uns mal runtergehen. Ohne uns die Knochen zu brechen, selbstverständlich. Geht schon. Geht schon. Geh mal dahin. Jawohl. Nein. Oh, oh, oh. Auch sehr elegant, ne? Ihr seht es hier an meinem Essen. Ah, ich hab's gesehen, ich hab nichts gegessen. Ich bin drin, ich bin drin. Ah, nee. Nein. Wie doof. Die ganze Großspur. Ah, nee. Oh. Es wäre wieder lustig geworden. Ich möchte euch den Wassergraben zeigen, wie ich es gerne hätte. Und dann nehme ich jetzt hier das Metall mit. Das möchte ich nicht. Klar, warum nicht? Ja, an was ist er denn gestorben? Ne? An Dummheit! Okay, Spaß beiseite. Ihr seht es hier. Ich hoffe, dass sie nicht weiter rein... Obwohl, wenn ich noch stehen kann, können die erst recht. Gerade mal ein bisschen breiter machen. Oh, geht nichts mehr. Da ist Ende Gelände. Hm. Ich habe gehofft, ich kann da noch ein bisschen, aber jetzt, ich kann ja mal anschießen. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht bis hier den Graben machen. Lass uns mal gucken, wie es ausschaut. Ansonsten muss ich es ja wieder auffüllen. Das sieht ja auch blöd aus. Wir sehen uns gleich. Mann, ist das eine Zupperei. Nimm doch die Axt. Die Picke, Mann. Ja, so ist gut. Komme ich da raus? Danke. Ich hoffe, das sieht nicht so scheußlich aus. Chiropraktor könnte ich es noch verkleiden. Aber jetzt erstmal gucken, ob wir das noch weiterziehen bis... Ja. Ist hier, ja. Dann muss ich hier einen Fixpunkt machen. So. Na? Diese Flucht habe ich mir gedacht. Ist ungefähr hierher. Und das gleiche auf der anderen Seite. Dann sind wir von rechts und links geschützt, haben eine große Fläche. Die Moskitos hier natürlich, ne, die fliegen ja drüber, aber die sind jetzt nicht das große Problem. Komm jetzt her, es sei denn, sie kommen nicht jetzt so. Du auch noch, komm, dann habe ich dich los. Ja, auch gestochen.
Das war meine Überlegung. Aber es soll da auch noch hübsch ausschauen. Ne? Ja. Dann lasst uns doch mal den Graben reinzimmern. So, hier ist mir ein bisschen das Maß kalt geworden. Ihr seht, aber nur ein bisschen. Kleiner Schönheitsfehler. So, hier sind wir am Ort. Ihr seht, es ist wie mit der Wasserwaage reingezimmert. Also nur gerade ums Eck. Ne? Also besser kann es keiner. Ne? Das ist schon wieder Perfektion, oder? Ja, Perfektion. Okay, lasst uns mal reingehen. Also schlimm sieht es von hier jetzt nicht aus. Wie es von oben ausschaut, weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Achtung, ouch! Warum macht er das immer? Keine Ahnung. Weil das kann. So, home sweet home. So. Schwarzmetall. Und hoppa. Massenhaft. Das ist doch schön. Wenn man reichlich hat. Und noch ein bisschen mehr. So, da. Jawohl. Den Rest holen. Dann sollte ich mal gucken, dass ich was esse, nicht so wie vorher. Es sieht so aus, ich muss auch, da ich will haben, mir gehen die Fische aus. Ich habe gar keine mehr, ich muss angeln gehen, Getreide muss ich auch machen. Mir geht das Essen aus, langsam aber sicher. Das ist der letzte Fisch, das heißt, wir werden uns bessere Angel würden wir machen. Nicht besonders nahrhaft, lediglich Fische, die daran gewöhnt sind, nur Eis zu essen. Also im Eis. Den brauchen wir nicht. Moosiger Fischköder. Trolle. Rote Trolle im Wald locken oft einen oder zwei Fische an. Mit diesem Köder geht es schneller. Also gut. Black Forest angeln. Was haben wir hier für die Ebene? Nebelangelköder. Oh. Apropos Nebel. Ich krieg gerade eine Gänsehaut. Okay. Ein Köder, den Fische auch in trüben Gewässern finden. Na dann. Alles klar. Okay, hier haben wir's. Du bist genauso wenig gefeit gegen Todeskido-Fische wie die Fische gegen diese Snacks. Alles klar. Den Grauzwerg-Fuhling. Grauzwerg, den Fulling-Schädel brauche ich. Habe ich das da? Ich muss Würmer holen. Ich muss zu Haldor. Und wir sollten auch demnächst mal losziehen und die neue Händlerin suchen. Und ich muss mir Gedanken machen über ein Regal, Lagerung. Das kann ich so nicht lassen. Hochregal. Eine Kiste am anderen. Ne, sieht scheiße aus. Das Kamin muss auch noch umgebaut werden. Zwinker, zwinker. Dann mache ich es halt noch hübscher. Ne? War ja vorgesehen, dass ich nochmal umbaue. Aber das Lager, eigentlich ergibt sich hier rein, das Lager zu machen. Die Schmiede hat sich wirklich hervorragend hier integriert. Die würde ich gerne hier lassen. Und die Werkbank dann hier rüber. Und das Lager auch. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. So rechts hier Schmiede, links Werkbank. Ja. Lasst uns das machen. Jetzt erstmal nach Hause profen und dann geht's ans Umbauen für die Werkbank und das Lager.
So, jetzt gucken wir uns mal den Sicherheitsgraben an. Lasst uns mal die Fruchtzwerge ärgern. Mal gucken, was die machen, wo die lang gehen. Darf ihn noch nicht treffen. Ne? Kommt er? Hallo? Ja. Bitte, bitte antanzen. Oh, die kleine Kröte. Okay, dann war für die ja das nicht gedacht, ne? So habe ich mir ja gedacht. Nee, eigentlich nicht. Ich habe gehofft, die gehen auch außen vorbei, aber die wollen nicht. Ich treffe sie nicht mal. Hey, ich komme gleich runter. Gibt gleich Ärger. Lass das. Auch mein Ding sagt nicht kaputt. Hörst du auf? Also ich habe noch die Holzpfeile drauf. Aber die reichen auch. Die sind billig. Hey, hey, hier bleibt man stehen, Zappel Philipp. Er macht alles kaputt hier. Habt ihr das gemerkt? Einer geht vor, opfert sich. So eine Kamikaze-Sau. Und zerstört alles. Jetzt muss ich alles reparieren. Bevor der nächste kommt und alles kaputt macht, dann ist nichts mehr da. Hallo? Wo lacht der? Das ist so gehässig. So. Oh. Okay, ich kann es auch. Oh, jawohl. Und die Mauer ist noch nicht perfekt. Also ist das der Knackpunkt hier. Es gibt viel zu tun. Lasst uns ins Bett gehen. Morgen ist ein neuer Tag. Ja, lasst uns das machen. Das sieht aus wie ein Galgen, das muss ich wegmachen. Boah, scheußlich, oder? Oh, okay, ja. Halt, dafür gibt es hier eine Kiste. So ist richtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.